Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Kurz und knapp geht es heute um Sinn und Unsinn von Wasserzeichen auf Fotos nach dem Intro. Ja, ihr kennt das natürlich alle und man sieht das ja auch ziemlich häufig, gerade so auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook, dass Fotografen ihre Fotos mit Wasserzeichen, mit mehr oder weniger großen, auffälligen oder unauffälligen Wasserzeichen kennzeichnen. Wenn man sie dann fragt, warum sie das machen, dann kommen im Grunde genommen zwei Antworten oder zwei mögliche Antworten. Die Antwort 1 ist Wiedererkennungswert. Also ich möchte mein Logo, meine Signatur, wie auch immer, auf den Fotos haben, damit man meine Fotos wiedererkennt, damit man weiß, wer sie gemacht hat. Das ist sicherlich noch relativ legitim und nachvollziehbar, wobei man das auch sieht, wenn derjenige die Bilder postet. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Als zweite Begründung hört man immer wieder oder liest man immer wieder Sicherheit. Ich möchte nicht, dass meine Fotos geklaut werden. Ich möchte nicht, dass jemand meine Fotos unerlaubt verwendet. Ernsthaft jetzt? Glaubst du allen Ernstes, dass ein Wasserzeichen irgendjemanden davon abhält, deine Bilder unerlaubt zu verwenden? Das ist nicht so. Vergiss es. Kannst du abhaken. Definitiv no chance. Der Schutz hält für ungefähr 3 Sekunden. Wenn jemand deine Bilder verwenden will, dann interessiert ihn das Wasserzeichen überhaupt kein bisschen. Abgesehen davon, dass Wasserzeichen zumindest nach meiner Meinung Bilder eher verschandeln und ehrlich gesagt auch eher unprofessionell aussehen, weil ich persönlich kenne keinen professionellen Fotografen, der seine Bilder mit Wasserzeichen kennzeichnet. Es gibt bestimmt welche, aber wie gesagt, ich kenne keinen professionellen Fotografen, der das macht. Für mich wirkt das immer eher ein bisschen amateurhaft. Da möchte jemand was darstellen, was er vielleicht noch gar nicht ist. Aber gut, das ist auch nur meine persönliche Meinung. Was es jedenfalls definitiv nicht ist, ist ein Schutz vor Bilderdiebstahl oder vor Bilderklau oder wie auch immer du das nennen möchtest. Weil so ein Wasserzeichen wegzumachen ist, gelinde gesagt, albern einfach. Glaubst du nicht? Zeige ich dir ganz schnell am Computer. Vorweg gesagt, Disclaimer, das ist natürlich keine Aufforderung, das mit fremder Leute Bilder nachzumachen. Das ist keine Aufforderung zum Bilderklau. Jetzt weißt du ja dann gleich, wie es funktioniert. Nein, natürlich auf gar keinen Fall. Bilder von anderen Leuten zu verwenden, ist definitiv kein Kavaliersdelikt. Das ist eine Urheberrechtsverletzung. Das macht man nicht, basta, Ende aus. Aber das macht man auch dann nicht, wenn kein Wasserzeichen drauf ist. Und das Wasserzeichen ist eben überhaupt kein Schutz. Also, wir gehen mal an den Computer und dann zeige ich dir, wie schnell das funktioniert. So, wir sind jetzt hier also in Photoshop und haben ein Bild geladen mit einem Wasserzeichen unten links. Und wir beschneiden das jetzt einfach ein Stückchen. Das macht dem Bild, oder tut dem Bild keinen Abbruch, aber das Wasserzeichen ist weg. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, jetzt habe ich mal das Wasserzeichen unten rechts ein bisschen mehr auf dem Model, dass es nicht so einfach wegzumachen ist und auch nicht so gut wäre, es zu beschneiden. Ich wähle mit dem Lasso-Werkzeug einfach dieses Wasserzeichen grob aus. Also da muss ich mir gar keine sonderliche Mühe geben. Und wenn ich das ausgewählt habe, gehe ich auf Bearbeiten, Fläche füllen, inhaltsbasiert den Haken bei Farbanpassung setzen, OK drücken und das war's. Das Ganze hat jetzt keine 30 Sekunden gedauert und das Wasserzeichen ist weg. Ja, und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, jetzt habe ich mir extra ein Bild rausgesucht, wo das total einfach geht. Ganz ehrlich, probier das mit beliebigen Bildern. Es wird bei den meisten Bildern ziemlich gut funktionieren. Zumindest die Sache mit dem Wegschneiden funktioniert natürlich immer. Du kannst das Wasserzeichen größer machen. Gut, dann ist halt von dem Bild bald gar nichts mehr zu sehen. Wie auch immer, bei einer ganz großen Anzahl von Bildern ist es einfach ganz einfach, das Wasserzeichen zu entfernen. Sei es durch Wegschneiden oder eben durch die gezeigte Technik. Also, wenn du deine Wasserzeichen in deinen Bildern nur deshalb verwendest oder vor allen Dingen deshalb verwendest, weil du glaubst, dass die Bilder damit geschützt sind, ja, dann bist du jetzt eines Besseren belehrt worden. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen. Du kannst es in Zukunft einfach lassen und lieber deine Bilder auf für sich wirken lassen. Dann schauen sie auch meistens irgendwie ein bisschen besser aus. Ich gebe es zu, ich habe selbst am Anfang Wasserzeichen verwendet, genauso, weil ich dachte, ich müsste mich damit irgendwie bekannt machen oder es schützt meine Bilder.
Mittlerweile bin ich deutlich schlauer. Ich lasse den Quatsch einfach und lasse meine Bilder auf so wirken, wie sie sind. Ich finde das besser. Wie ist deine Meinung dazu? Benutzt du Wasserzeichen? Was hältst du von Wasserzeichen? Schreib mir das mal unten alles in die Kommentare rein. Lass uns gern darüber diskutieren. Wie gesagt, das ist alles nur meine persönliche Meinung. Du musst der Meinung natürlich nicht folgen. Ja, lass uns drüber reden. Und ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.